Hey, Bert, wach auf! Was ist denn? Ich Bert, bin wach. Du wirst mir nie glauben, was ich eben geträumt habe. Ja, ich könnte wetten, dass du es mir gleich erzählst. Nein, ich werde dir lieber ein Lied darüber singen. Ich hab geträumt, ich bin wach geworden von einem fremden, seltsamen Klang. Und ich sah mich furchterfüllt um. Was war das? Fragte ich bang. Doch du glaubst ja nicht, was es war, was ich sah. Da waren Äffchen und die wärmten sich auf bei mir. Und sie saßen und spaßten auf meinem Bett, tanzten und fanden es bei mir ganz nett. Ich entschied, dass ich nicht bleiben will. Ließ das bei den Äffchen und ich hoffte, sie wären dann still. Danke, Ernie! Kaum stand ich da, vernahm ich einen seltsamen Ton. Er kam aus der Kommode und noch nie zuvor drang so ein Getöse an mein Ohr. Was konnte das nur sein? Ich wagte einen Schritt und dacht, ich seh mal rein. Es war in der Schublade hier. Also holte ich die Luft und ich zählte bis vier. 1, 2, 3, 4. Also Schublade auf. Da schoss hingegen etwas mir. Ich hab einen Rüssel erkannt, also war's ein Elefant. Da muss ein großer Elefant in meiner Kommode hocken. Ich glaub, jetzt komm ich nie mehr ran an meine Socken. Von der Wahrheit bin ich jetzt vollkommen hin. Meine Socken sind zusammen mit einem Rüsseltier da drin. Er war drin, sie waren drauf. Yeah. Er war drin, sie waren drauf. Und ich sagte, es ist wahr, unser Zimmer war im Zoo. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Erstmal hab ich mich gesetzt. Hab mir eine Lösung überlegt. Und während die Äffchen weiter tanzten, hat unterm Bett sich was bewegt. Von unten, unten, unten kam ein Grollen zu mir rauf. Da saß etwas unterm Bett und auf diesem saß ich drauf. Ich wollte es nicht sehen, denn mir wurde es langsam zu viel. Doch zu spät, es war ein riesiges Krokodil. Eins war drunter, zwei waren drauf und der andere war drin. Ich wusste, ich wohne hier, doch ich kann nichts mehr gewinnen. Und ich hab mir gedacht, vielleicht ist es gar nicht dumm. Ich wandle das Zimmer in den Tiergarten um. Ich weiß, es war ein Traum, Bert, doch frag ich mich mitunter, ob hier nicht doch Tiere mit wohnen, drin, drauf und drunter. Ob hier nicht doch Tiere mit wohnen, drin, drauf und drunter. Ach, aber nun werde bitte nicht albern, Ernie. Ernie, weißt du, mit Sicherheit wohnen hier keine Tiere. Das war nur ein Traum. Ich glaube, du hast recht, Bert. Ich mache uns jetzt erstmal ein Frühstück. Na gut, dann werde ich jetzt auch schon mal aufstehen. Sekunde, Ernie, ich bin sofort bei dir. Ich will mir noch kurz was anziehen. Ernie, Hilfe! Ernie!